Hallo Freunde, was Hallo. Geht und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir werden heute einen Tag lang unbekanntes 5-Sterne-Essen essen. Ich hoffe, das wird lecker sein. Das ganze Essen wird aus 4 verschiedenen Ländern sein. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran und ganz viel Spaß beim Video. Es geht los mit dem Frühstück und zwar sind wir jetzt in dem Restaurant Treats. Das hat 4,9 Sterne Bewertung bei Google und ich habe hier auch schon das Essen in der Hand. Es ist leider schon ein bisschen Zeit vergangen, deswegen haben wir uns jetzt nicht für Frühstück entschieden, sondern für das Mittagessen und das hat sich einfach so lecker angehört. Und zwar habe ich hier ungarisches Gulasch mit Röstkartoffeln und hier ist noch Gurkensalat mit dabei. Er meinte eben, dass die kochen hier deutsch. Taminisch. Das heißt, das kommt aus Sri Lanka und halt eben genau aus Deutschland. Und dann probieren wir das Ganze mal. Also ich finde, so sollte ein Gulasch aussehen. Das sieht einfach perfekt aus. Ist das zart? Wollte ich gerade sagen. Boah. Das ist richtig zart, perfekt gewürzt. Lecker. Sehr, sehr lecker, wirklich. Kartoffeln. Kannst du es beschreiben, wie das schmeckt? Die Kartoffel? Nein, also das insgesamt. Einfach wie ein sehr, sehr gutes Gulasch. Also wenn man das kennt mit so einer perfekten Soße. Beste Beschreibung. Wie schmeckt Gulasch? Wie Gulasch? Ich kann es nicht beschreiben. Also es ist auf jeden Fall sehr zart, würzig und lecker. Sehr lecker. Okay. Das Besondere an diesem Restaurant ist, von jedem Gericht gibt es nur 10 Stück am Tag. Und wenn das leer ist, ist es leer. Und dann denken die sich was Neues aus und dann gibt es halt was Neues. Und ich habe Glück, dass ich heute das habe. Einfach Tacos, die kommen aus Sri Lanka. Der Inhaber ist auch aus Sri Lanka, der hat die gerade frisch für uns gemacht. Da sieht man rote Beete, Gurke, Tomate und auch Rindfleisch und unten ist Joghurt. Jetzt versuch du das mal zu beschreiben. Schmeckt wie sri-lankanische Tacos. Wow! Es ist leicht pikant, sehr gut gewürzt. Man schmeckt die rote Beete raus, aber auch die Gurke. Es schmeckt sehr umami, also fleischig, was ich liebe, weil ich gerade voll Bock drauf hatte, riesen Hunger. Dieser Teig hier kommt direkt aus Sri Lanka und ist knusprig, aber zugleich weich. Also die Dinger sind einfach geil. Das ist übrigens die Location, also super, super schön. Dann haben wir hier noch ein Grilled Cheese, weil es ist ja Frühstückszeit, wir haben noch nichts gegessen. Schaut euch mal an. Wow. Brot mit Käse, das ist Bio-Brot vom Bäcker. Er sagt gerade, der Käse ist sogar auch Bio. Grilled Cheese, das mag jeder auf der Welt, oder? Schaut mal, ich zeige euch mal, wie zart das Gulasch ist. Also das verfällt einfach so. So richtig die Fasern. Mega lecker. Das hier auch. Und Schatz, was sagst du? Würdest du 4,9 Sterne Bewertungen zustimmen? Warum lachst du? Dein Ohr. Ist da alles normal? Ich habe zu ihm gesagt, Bro, dein Essen ist exzellent, mach weiter so. Er kocht alles selber und ist richtig geil. 4,9 stimme ich voll zu. Und du? Ich war auch super begeistert. Das Essen war sehr lecker. Und ich finde das Konzept auch ganz cool, dass es immer was Unterschiedliches gibt, aber manchmal auch sehr traurig, weil Gulasch wird es jetzt erstmal nicht mehr geben, aber so in einem Monat eventuell wieder. Vor allem im Winter gibt es so Schmorgerichte. Genau, aber also dann es halt kann, eben wieder was anderes. Es kann Fluch oder Segen sein, weil vielleicht will man genau das wieder und dann gibt es das nicht. Aber andererseits probiert man viele geile andere Sachen und die sind bestimmt auch lecker. Ja, auf jeden Fall 4,9 5 Sterne gerechtfertigt. Und zwar gibt es Libanesisch. Ich habe noch nie in meinem Leben Libanesisch gegessen, deswegen fand ich das umso interessanter. Wir sind hier bei Bistro El Emir. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Auf jeden Fall haben die 4,9 Sterne Bewertung bei Google. Und ich habe mir auch ein Dessert schon bestellt, weil ich einfach immer noch so voll bin von dem Frühstück. Aber das ist einmal libanesisches Baklava. Es sieht auf jeden Fall anders aus als das Baklava, das man so von den Türken kennt. Das haben wir öfter schon gegessen. Ich probiere das jetzt direkt mal. Ja, also türkisches Baklava ist, glaube ich, so mit Pistazie. Das haben wir hier nicht, aber dafür haben wir die Pistazie auf dem Eis. Ja. Wie hältst du deinen Löffel? Ich esse das mal direkt mit dem Eis zusammen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, das Eis ist todeslecker. Oh. Mm, das Eis ist richtig lecker. Backt aber auch.
Du musst mal kurz identifizieren. Was das für ein Geschmack ist, oder ja, was? Ja, du weißt es bestimmt. Es liegt mir auf der Zunge, aber... Zimt, oder? Ja! Bingo! Bingo. Alter, ich habe sowas Fancy-mäßiges. Halloumi mit Gemüse, eine Kirschsoße und Safranreis mit Nüssen, Mandeln und Cashew und Granatapfel. Hast du schon mal libanesisch gegessen? Ich glaube, wir waren auch noch nie im Video das Essen, oder? Nee, noch nie. Rein der Reis schon. Ist lecker. Ist nicht so trocken und hat sehr viel Flavor. Interessant ist, dass in jedem Gericht, okay, du hast eh Nachtisch, aber bei mir, es auch süß gemischt ist mit herzhaft. Wenn man das riecht, da riecht man so viele Sachen draus. Riecht nussig, gemüsemäßig, dann so reismäßig, dann so Halloumi. Die Nase ist so verwirrt auf den. Ich finde, das passt. Was denkt ihr? Käse mit so Marmelade, preiselbeermäßig, finde ich, passt. Aber viele mögen Käse nicht mit so einem süßen Flavor. Ich persönlich mag es zum Beispiel nicht so gerne, so Camembert mit diesen Preiselbeeren esse ich nicht so in der Kombination. Aber das kann ich mir irgendwie schon lecker vorstellen. Also Halloumi ist Käse, quietschig. Für die, die es nicht wissen. So ein quietschiger Käse. In Polen haben wir auch so einen quietschigen Bergkäse, heißt Oszypek, und das erinnert mich. Aber das hier ist eben so ein libanesischer Quietschekäse. Schmeckt sehr interessant und wir lieben das ja immer, neue Sachen auszuprobieren in unseren Videos. Deswegen abonniert gerne, wenn ihr weiter sehen wollt, wie wir unterschiedliches Essen probieren. Weil das sind so wirklich viele Flavors, die man so nicht kennt. Also richtig lecker. Erstmal gucken, dass das Mikrofon eingestellt war. An dieser Stelle wollte ich mich nochmal für das letzte Video entschuldigen. Ich hatte alleine gefilmt und habe das Mikrofon falsch eingestellt. Und das konnte man leider auch nicht mehr beim Schneiden korrigieren. Deswegen sorry Leute, aber ich hoffe natürlich, dass das Video euch trotzdem gefallen hat. Und Schatz, wie fandest du das libanesische Essen? Ja, auch mega interessant. Und diese Gewürze waren sehr so orientalisch da drin, sehr besonders. Ja, ich habe auch das Essen von Oscar probiert. Ich mag ja persönlich Halloumi, hatte aber im ersten Moment gar keine Lust da drauf, so in der Schwangerschaft, weil ich Halloumi davor echt oft gegessen habe. Und ich hatte eher Lust auf etwas Süßes gehabt, aber ich fand es auch richtig lecker. Und das Eis war echt eine 10 von 10. Dieses Zimteis fand ich richtig gut. Selbstgemachtes Zimteis hat sie uns noch gesagt. Genau, hausgemacht. Und wir fahren jetzt weiter, denn jetzt gibt es noch einen koreanischen Snack. Ich stehe gerade hier vor dem nächsten Restaurant. Bok Café heißt das. Dort gibt es koreanischen Nachtisch, koreanisches Essen. Süßigkeiten. Genau, hier gibt es aber auch herzhafte Sachen und die haben 4,6 Sterne Bewertung bei Google und wir schauen jetzt mal, was es dort gibt. Schaut mal, hier gibt es zum Beispiel Xmas Tree. Ich glaube, das gab es zu Weihnachten. Das hier fand ich ganz interessant. Wir gehen rein. Wir haben jetzt unser Essen bestellt und kann hier süß vorm Laden sitzen, denn der Laden ist nicht ganz so groß. Drinnen sind, ich glaube, 2 Sitzplätze, aber die waren belegt, deswegen haben wir uns jetzt rausgesetzt. Ich habe mich einmal für eine Mishugaru-Latte entschieden. Das ist so Getreidepulver mit Milch und man konnte sich entscheiden, ob man das warm oder kalt trinkt. Ich habe mich jetzt für die warme Variante entschieden, passend, wenn man eh perfekt hier draußen ist. Boah. Schmeckt extrem nach Getreide, aber geil. So einen Geschmack kennt man nicht. Habt ihr den Blick gesehen, so auf die Verkäuferin? Bevor aber man was geil. Sagt. Weil man will ja nicht so sagen. Es ist nicht schlecht. Echt? Ich glaube, okay. Es ist einfach so Geschmackssache. Es ist halt jetzt nicht so extrem süß, aber es schmeckt halt sehr, sehr nach Getreide. Ah, okay. Und wir haben einen Snack mitgenommen. Und zwar heißt dieser Snack Bungeopan. Und den haben wir einmal in rote Linsen, rote Bohnen, und einmal Vanille. Mal schauen, was mich jetzt erwartet. Das gibt's auch mit Oktopusfüllung. Ja, Oktopus gab's leider nicht. Mal gucken, ob ich jetzt Vanille oder rote Bohnen erwischt habe. So. Überraschungstüte. Was? Ich glaube Vanille. Ja, das ist so hell.
Brot lecker. Ist es nicht. Schmeckt es nach Schmalzgebäck? Ja, oder wie ist es der schmeckt Teig? Schon nach Schmalzgebäck. Es schmeckt jetzt nicht ganz so süß und auch weniger nach Vanille. Eher würde ich sagen nach so Schmalzgebäck, wenn ihr das kennt. Also das gibt es oft hier in Hamburg. Ich habe es vorher auch nicht gekannt, aber ja. Ja. Okay. Ich habe mir so ein fancy Getränk bestellt. Ein Matcha-Latte irgendwas. Koreanisches kaltes Getränk. Konntest du aber auch warm bestellen, oder? Ich musste trinken, damit ich von jeder Schicht das trinke, ohne es zu mixen. Ich will es nicht mixen, weil es so cool aussieht. Ich dachte gerade, was machst du da? Guck mal, es sieht so geil aus. Schmeckt voll nach Matcha. Also Matcha schmeckt nach intensivem grünem Tee. Es ist bitter, aber die Schichten, die oberen Schichten sind süß und die Mischung macht's. Die Kombi ist geil. Meine schmeckt auch sehr gut. Werde ich wieder schön wach. Und jetzt mal gucken, was meine Überraschungstüte sagt. Auch Vanille habe ich erwischt. Jetzt bist du wieder dran. Mal gucken, was du erwischt. Rote Bohnen! Ketchup. Nur das mag ich nicht so gerne. Der Teig ist immer süß, aber die Füllung ist herzhaft. Schmeckt nach Kidneybohnen. Ja. Und das Äußere schmeckt nach Kuchen, nach süßem Kuchenteig. Okay, und was gibt es als nächstes? Österreichisch! Darauf freue ich mich schon den ganzen Tag. Wir wollten eigentlich zu einem anderen Restaurant. Die hatten leider zugehabt. Und deswegen geht es zu einem Restaurant, wo wir selber noch nie waren. Also wir waren auch in den ganzen Restaurants, wo wir heute waren, noch nie. Ich freue mich schon auf Kaiserschmarrn, aber irgendwie esse ich die ganze Zeit nur süße Sachen. Deswegen gibt es gleich erstmal wieder und was. Und du bist ganz sagt wieder müde. Müdigkeit. Ja. Aber jetzt geht's wieder. Aber vorhin war ich echt richtig müde. Meinte er. Gerade ist das Essen fertig geworden. Es gab leider keinen Platz mehr. Scheinbar ist dieses Café, dieses Restaurant so begehrt. Es war alles besetzt. An der Theke war noch ein Platz frei, aber jetzt ist es auch besetzt und deswegen haben wir das Essen to go bestellt. Alter, ich bin so gespannt. Das ist so heiß begehrt anscheinend. Ich habe so Hunger und das Witzige ist, ich hatte seit Wochen Lust auf Knödel. Seit Wochen nichts zu essen. Schwangerschaftsgelüste auf Knödel und gleich gibt's Knödel. Ja, endlich Abendessen. Ich habe so Hunger. Wir sind einfach fast eine halbe Stunde jetzt gefahren und ich hatte das Essen vor meiner Nase. Das war unerträglich. Was machst denn du da? Kannst du auch kaum abwarten zu essen? Alter, warum, wie viel haben wir? Weiß ich nicht, ich hatte Hunger. Hier ist ein Salat. Ja, tatsächlich. Oh, so mit Kürbis. Oh, hier haben wir einmal den Kaiserschmarrn. Österreichischer Kaiserschmarrn. Gibt's was Besseres? Oh, riecht das lecker. Oh, hier ist Knödel. Riech mal. Käse und normal. Das riecht nach Pesto. Das riecht voll nach Pesto. Einfach Knödel. Digga, mein Wiener Wiener Schnitzel? Doch. Doch, Wiener Schnitzel Kalb. Richtig Wiener mit Kalb. Aber das Ding hat 20 Euro gekostet, sogar mehr. Bio sein Vater. Also irgendwie hätte ich mehr Lust gehabt auf Knödel so mit brauner Soße, aber das hatten die nicht. Hier ist braun. Sollen wir probieren? Nein. Doch. Lass das Video beenden, ohne zu probieren. Tschüss. Boah, es ist... Krass, lässt sich voll gut schneiden. Ist bisschen, mit Parmesan gefüllt. Bisschen Citron. Bist du nah? Der jetzt hat nicht so eine Brennweite. Ja. Das Parmesan drinne. Mm. Soll ich auch mal? Jetzt eine rote Beete Knödel. Ehrlich? Mhm. Mm, ich habe mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, aber ich glaube, die Soße ärgert mich ein bisschen. Aktuell ist es so, wenn ich auf etwas Lust habe, dann habe ich nur darauf Lust. Und ich hatte die ganze Zeit Lust auf Knödel, aber mit brauner Soße. Zum Beispiel die heute Morgen von dem Gulasch. Andere Liga. Das war echt lecker. Mm. Das haben wir fast vergessen zu sagen. 4,6 Sterne bei Google. Man darf das hier in diesem Bechern jetzt, glaube ich, nicht berücksichtigen. Er hat mich extra nochmal gefragt, willst du es wirklich mitnehmen? Weil ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man im Restaurant ja, weil ist. Oder halt eben das Essen mitnimmt. Das Schnitzel kann halt nicht mehr so knusprig sein, wenn es verpackt ist und kondensiert und so. Ja, das muss man schon berücksichtigen. Ich finde es auch lecker, aber anders. Weil du es dir anders vorgestellt hast, oder? Mhm. Also von dem Kaiserschmarrn, da hoffe ich mir, das ist der beste der Welt. Okay, Kaiserschmarrn. Let's go. Mit welcher Soße? Wie du willst. Ja, das ist schon lecker. Wäre ein bisschen Citron.
Das hört sich wie diese Automarke Citroën an. Ah, daher kommt die, weil die wollen das Zitrone nennen. Und da hat Zitrone gesagt, hey, wir haben Patent für den Namen. Und dann meinten die, ah, dann nennen wir es Zitrone. Ja, ich glaube, es ist schon spät. Doch, der ist lecker. Mhm. Dann kann man nichts aussetzen. Kaiserschmarrn ist Pfannkuchen in kaputt, oder? Ja, und halt fluffiger. Meistens macht man da noch so Sprudel rein. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schaut in die Videobeschreibung für die besten Rabatte und auch meinen Planer. Und jetzt könnt ihr euch das Video von Oskar anschauen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Lasst ein Abo da und ein Like und bis zum nächsten Mal. Haut rein.